Hallo, liebe Fargo-Gemeinde. Herzlich willkommen zum Palmsonntag. Wir gehen zu auf die Karwoche und treten ein. Palmsonntag, das ist der Gottesdienst, wo Jesus in Jerusalem einzieht, wo alle unterwegs sind nach Jerusalem zum Passafest. Das ist das Event in Israel. Alles möchte in Jerusalem sein und mitfeiern, essen und trinken, ausgelassen sein und fröhlich. Ein großes Fest eben im Tempel und in den Häusern, auf den Straßen und auf den Plätzen. Und auch Jesus mit seinen Jüngern zieht hinauf nach Jerusalem. Jesus mit denen, die ihn für ihren Meister halten und für ihren Freund, für die er ein Geschenk des Himmels ist. Die sind mit ihm unterwegs. Und darum wundern sie sich auch gar nicht, als sich, je näher sie auf Jerusalem zukommen, immer mehr Menschen an den Wegrändern finden, die da stehen und jubeln, die die Hände zum Himmel heben und Palmwedel in den Händen haben und rufen: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna, hilf uns. Sei du der, der uns rettet. Alle tun das. Naja, fast. Da gibt es einige, denen dieser Jesus ein Dorn im Auge ist. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die sehen das nicht gern, was sie sehen, dass da gejubelt wird über diesen Jesus. Für sie ist er ein Gesetzesbrecher. Für sie ist es einer, der anmaßend ist, ein Gotteslästerer. Sie würden ihn gerne loswerden. Aber sie sehen, wie viel Volk ihm zujubelt und deshalb halten sie sich noch zurück. Schon die Allerkleinsten jubelten mit. Halleluja, Hallelu, Hallelu, das riefen sie und sangen. In der Menge, da waren auch einige, die mit Jesus gegangen sind, wie Levi zum Beispiel. Levi, der war früher Zöllner, bevor er Jesus begegnet ist. Wenn er am Zollhaus saß und den Leuten das Geld abknüpfte, dann wusste er genau, was sie von ihm dachten. Dieser widerliche Schuft, das redeten sie hinter seinem Rücken. Diese Zöllnerbande, wie sie uns ausbeuten und uns viel zu viel Geld abnehmen. Gott soll ihn strafen, das riefen sie. Sie mussten ja mit ihm reden, wenn sie durch den Zoll mussten. Aber wenn er sie nicht sehen konnte, dann spuckten sie aus vor ihm. Und dann eines Tages, da kam Jesus zum Zoll. Und er baute sich vor ihm auf und sah ihn an und sah ihn freundlich an und sagte: Levi, Levi, komm mit mir. Und Levi wusste gar nicht, wie ihm geschah. Und er wusste auch gar nicht, warum, aber er ist sofort mit ihm gegangen. Und er hat ihn zu sich nach Hause eingeladen und er hat ein großes Fest gefeiert. Mit Essen und Trinken und mit allen von seinen Zöllnerfreunden, die er hatte. Bei Licht betrachtet waren es nicht so viele. Aber sie haben ein Fest gefeiert. Und als sie so zusammen saßen da, waren auch die Pharisäer draußen vor der Tür, weil sie gehört hatten, was da los war. Und sie sagten: Warum ist der mit Sündern und Zöllnern an einem Tisch? Und als Jesus das hörte, da drehte er sich zu ihnen hin und sagte: Ich bin gekommen für die, die mich brauchen. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Levi braucht mich und deshalb bin ich hier. Und zu Levi sagte er: Levi, du gehörst dazu. Gott hat dich lieb und ich dich auch. Und für Levi hat er etwas ganz Neues angefangen. Sein Leben hatte noch einmal neu angefangen. Und seitdem war er bei Jesus und deshalb jubelte auch er ihm zu. Ich lobe mein
Und da ist ja auch diese Frau hier, die von den Pharisäern vor Jesus geschleppt wurde, weil die ihm eine Falle stellen wollten. Sie war erwischt worden dabei, als sie etwas Schlimmes gemacht hatte. Darauf stand die Todesstrafe. Sie sollte gesteinigt werden und darum brachten die Pharisäer sie zu Jesus und sagten, na, was sollen wir mit ihr tun? Sie hat etwas Schlimmes getan. Darauf steht der Tod. Und als Jesus sah, wie viele Menschen um diese Frau standen, Steine in der Hand und bereit, sie zu werfen, und als er hörte, wie die Ersten riefen, schuldig ist sie, schuldig, steinigt sie. Und wie er sah, dass die Frau so voller Angst war und sich klein machte und versuchte zu ducken unter dem, was ihr bevorstand, da malte er in den Sand. Und als er aufblickte, sagte er, wer von euch ohne Sünde ist, wer von euch noch nie etwas getan hat, was falsch war, der werfe den ersten Stein. Und die Frau krümmte sich zusammen und erwartete, jetzt werden sie fliegen, die Steine. Jetzt hat auch er das Urteil über mich gesprochen. Aber keiner warf. Einer nach dem anderen war erschrocken und ließ den Stein nach unten fallen. Die Ersten drehten sich um und gingen weg, die Ältesten zuerst. Und schließlich war nur noch Jesus da und die Frau. Und er ging zu ihr hin und richtete sie auf und sagte, wo sind nun die, die dich verurteilen? Ist keiner mehr da? Nein, Herr, sagte sie, keiner ist mehr da, der mich verurteilt. Ich verurteile dich auch nicht, sagte er. Geh hin in Frieden und sündige nicht mehr. Sie konnte es nicht begreifen. Vom Donner gerührt. Sie dachte, sie müsste sterben und er hatte ihr das Leben gerettet. Und als sie es begriffen hat, da fing sie an zu jubeln und zu singen, ich lobe meinen Gott. Sie gehört zu denen, die Jesus zugejubelt haben und bei ihm geblieben sind. So war das, als Jesus in Jerusalem einzog, am Palmsonntag. Der Jubel war laut, aber er dauerte nicht lange. Und Jesus wusste das längst. Da waren die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die fieberhaft überlegten, wie sie ihm das Handwerk legen konnten. Und denen es dann auch gelungen ist, ihn zu verurteilen, ihn zu Pontius Pilatus zu schleppen, der das Todesurteil über ihn sprach. Für sie war der Fall eindeutig, er ist schuldig. Und da waren die anderen. Da war die Frau, da war Levi, da waren all die, die mit ihm den Himmel offen erlebt hatten und für die mit ihm Gott in ihr Leben gekommen ist. Für die war er ein Geschenk des Himmels. Und so ist auch die Frage an uns. Wo gehen wir mit? Mit denen, die argwöhnisch auf das gucken, was er getan und gesagt hat? Mit denen, die ihn für einen Halodri, einen Gotteslästerer, einen Verbrecher halten? Oder mit denen, für die er der Sohn Gottes ist, der den Himmel aufgeschlossen hat? Und uns Menschen gezeigt hat, dass wir geliebt sind und gewollt und immer wieder die Möglichkeit haben, umzukehren. So lasst uns gehen in diese Karwoche, die den Gründonnerstag noch für uns bereithält und den Karfreitag, das Dunkel von Karsamstag und die Verheißung, dass es Ostern wird am Ende dieser Woche. Einen schönen Sonntag euch allen. Tschüss. Thank you.